war in eurer Speisekammer. Ihr bevorzugt Fleisch, was? Herr, nicht doch. So ist es nicht. Hoffentlich. Sonst seid ihr die Nächsten, die an einem Haken hängen. Die Wölfe haben ihn getötet. Ihn und die anderen. Wir holen nur die Leichen. Wirklich. Wir sind zu alt und schwach zum Pflügen und Säen. Aber wir müssen essen. Hab Mitleid, Herr. Ah, das finde ich jetzt wieder ein bisschen blöd. So cool ich die Quest jetzt bis jetzt gefunden habe, dass ich jetzt gleich sagen kann, ich glaube euch nicht, deswegen töte ich euch jetzt sofort. Oder ich sage, na gut, aber esst nie wieder Menschenfleisch. Du. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen. Ich würde gerne mehr befragen, weil ich würde gerne wissen, was los ist. Aber jetzt einfach so sagen, nö, ich glaube euch nicht, deswegen bringe ich euch jetzt um. Ich meine, dass die jetzt den Halbling essen, ich finde das sowieso sehr bizarr, aber... Theoretisch, jetzt mal neutral betrachtet, wenn die einfach nur Leichen irgendwo finden und essen, kann man denen gar nicht so viel vorwerfen. Es ist halt widerlich. Aber was tun die schon Schlimmes? Ich meine, ob die jetzt ein totes Schaf oder einen toten Halbling essen oder einen toten Menschen, theoretisch macht es nicht viel Unterschied, solange die das nicht vorher umbringen selber. Also was soll's eigentlich? Aber ich glaube euch wirklich nicht. Das ist halt das Problem, ich glaube denen nicht. Aber ich will die jetzt nicht auf Indizienbasis töten. Ich sage jetzt mal das da. Weil das andere ist mir zu endgültig, leider. Ich bin mit keinem der beiden zufrieden. Schwört, dass ihr nie wieder Menschenfleisch esst. Dann lasse ich euch leben. Oh, ich schwöre. Ich schwöre es bei der Mutter Melitele, beim ewigen Feuer bei... Lasst die Götter aus dem Spiel. Schwört bei euren Köpfen. Die hole ich mir, wenn ihr euren Schwur brecht. Ja, wir schwören. Ihr lebt hier mitten im Nirgendwo. Liegt nicht auf meinem Weg. Aber ich komme wieder. Glaubt mir, ich komme wieder. I'll be back. Ob wir wirklich wiederkommen? Du siehst blass aus. Ist das immer noch... Ist das immer noch das Halblingfleisch, das du da schneidest? Ich dachte, wir hätten das geklärt. Das ist wirklich die Frage, dürfen die jetzt den Halbling noch essen oder müssen die den jetzt wegschmeißen? Wer weiß? Keine Ahnung. Ich wäre mir jetzt nicht sicher an deren Stelle. Das hätten wir nochmal klar festlegen müssen. So... Quasi, esst kein Menschenfleisch mehr ab jetzt, sofort, oder nachdem ihr den jetzt gegessen habt. Man weiß es nicht. Naja, ich bin gespannt, wie jetzt der Dialog mit dem abläuft. Ich habe deinen Lehrling gefunden. Er wurde von einer alten Frau und einem Kerl gegessen. Aber die haben versprochen, nie wieder wen zu essen, also ist alles gut. Hallo. Mal schauen, wie ich ihm das verkaufen kann. Genau, das würde mich auch interessieren, wenn wir wirklich nach ein paar... Vielleicht meditieren wir einfach mal ein bisschen vor uns hin und gehen wirklich nochmal hin. Volkert, dein Lehrling, ich weiß, was mit ihm passiert ist. Raus damit! Ich bin fast gestorben vor Sorge! Er wurde... Das kann man nicht schönreden. Kannibalen haben ihn gefressen. Kannibalen? So nah bei Novigrad? In Velen meinetwegen, aber hier? Götter! Du hast sie getötet, oder? Sag, dass du sie getötet hast! Du hast mich gebeten, nach Volkert zu suchen. Von Mord war nie die Rede. Aber es gibt bald einen. Du willst damit nichts zu tun haben, das ist dein gutes Recht. Aber ich finde genug Leute, denen die Sache nicht so egal ist. Es ist ein altes Pärchen. Das wird keinen Widerstand leisten. Umso besser. Naja, du willst jetzt bestimmt dein Geld, hm? Hier, nimm. Und dann verschwinde. Also jetzt muss ich aber doch wirklich nochmal hin. Das Blöde ist nur, dass ich echt nicht mehr weiß, wo die gleich nochmal waren. Ich weiß es leider wirklich nicht mehr. Waren die in Erde?
Ja, ich glaube schon. Okay, da schnell reise ich jetzt nochmal hin. Weil ich wissen will, ob da jetzt wirklich die mit der Halbling mit seiner Gang irgendwie ankommt. Auf zur Erde. Bis jetzt scheinbar noch nicht. Muss ich jetzt mal gucken. Ich meditiere hier jetzt mal den ganzen Tag und dann schauen wir mal. Ne, immer noch nicht. Einen Tag machen wir noch. Wahrscheinlich, das Spiel macht das ja wirklich. Da gibt es wirklich sehr, 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 sehr viele subtile Veränderungen aufgrund der eigenen Entscheidungen, die man teilweise oder vielleicht sogar zum Großteil nie mitbekommt. Aber das kann lange dauern. Es kann tatsächlich sein, dass wir hier in einer Woche nochmal durchreiten und dann sind die beiden irgendwie tot oder so. Oder weiß ich nicht. Soll ich mal in ihren Keller gucken, ob da neue Leichen liegen? Bestimmt nicht. Aber ich guck mal ganz kurz. Ey, wie? Ich finde da was anderes als den Halbling. Theoretisch, glaube ich, sollten sie nicht mal den Halbling mehr gegessen haben, als er jetzt schon gegessen ist. Der Halbling ist weg. Der Halbling ist tatsächlich weg. Wir haben den entweder aufgegessen oder entsorgt. Liegt da ein toter Hund auch noch? Wenn ich das vorher gesehen hätte, dann hätte ich mich wahrscheinlich anders entschieden. Aber da sind gerade irgendwelche Monster erschienen über uns. Was ist denn jetzt los? Tatsächlich. Oh, Algule. Leichenfresser sind aufgetaucht. Das ist natürlich auch nett. Damit habe ich nicht gerechnet. Ihre Leichen haben Leichenfresser angelockt. So kann es gehen. Lustig. Ach Quatsch, das war gar nicht der Zauber, den ich haben wollte, aber ist auch okay. Nein, auch nicht. Hier, den will ich eigentlich. Autsch, die beißen ganz schön wild. Also beziehungsweise tue ich mir selber weh, weil ich immer auf ihre Stacheln hau. Algule sind da echt nervig, was das angeht. Ah, ich wollte ihn zu meinem Algul-Freund machen, Mensch. Doch gemein. Jawohl. Jetzt hauen die sich dauernd gegenseitig mit ihren Stacheln. Das ist super. Wenn der eine den anderen hauen will, sterben beide. Das ist nett. Ja, das sind unter anderem mitunter die Kleinigkeiten, die das Spiel halt wirklich ganz besonders und super cool machen, oder? Das hier tatsächlich, das ist keine Quest oder so, das ist kein... Ne, das wird nirgends aufgeschrieben oder sowas, das wird nirgends irgendwie festgehalten. Das ist einfach was, das passiert in der Welt. Wenn man ein bisschen aufpasst und ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt geht, dann findet man so Kleinigkeiten. Da wurden die Leichenfresser von Leichenfressern gefressen. Och, der Kräuterkundler hat ernst gemacht. Der Kräuterkundler hat ernst gemacht. Ach so. So wie der das jetzt beschreibt, hat der Kräuterkundler die einfach quasi umgebracht. Und dann kam halt zufällig Algule, um die beiden zu fressen. Schade. Ich hätte es fast poetischer gefunden, wenn einfach nur ihre Leichenkammer Leichenfresser angelockt hätte. Aber wir haben seinen Schlüssel und können jetzt da reingehen. Geralt, wenn du irgendwelche Nahrungsmittel mit Fleisch findest, lass sie liegen. Das Buch sieht so auffällig aus, aber kann man gar nicht mitnehmen.
Na, hier ist doch bestimmt was Besonderes. Oh. Verschlossen? Ist da irgendwie... Oh, jetzt muss ich... Gibt es irgendwo noch einen Schlüssel? Nicht, dass da noch jemand lebend eingesperrt ist oder so. Hallo? Ist da jemand? Leider ist hier kein Schlüssel und ich kann es leider nicht aufschließen. Genauso wie die Truhe mir sehr präsent vorkommt irgendwie, aber da ist auch nichts. Schade. Es würde mich zwar echt interessieren, was da in dem verschlossenen Raum noch ist. Hier ist nämlich sogar auch zugenagelt von der Seite, dass man nicht reingucken kann. Mist. Naja, werden wir wohl nie erfahren jetzt. Weil jetzt mache ich es nicht nochmal. Jetzt irgendwann ist auch mal Schluss. Aber dass ich den Schlüssel habe und das nicht aufschließen kann, ist schade. Der war wohl nur für die Haustür. Sieht schon wie eine Gefängniszelle aus. So eine schwere Metalltür, ne? Mit so einem Sichtschlitz sogar. Noch, wo man reingucken kann. Verdächtig. Aber naja. Ich habe gerade auf dem Mini-Radar im Hexersinn noch da hinten ein Ausrufezeichen gesehen. Ein rotes. Kann ich mir denn hier anschauen noch? Wahrscheinlich ist die Falltür das rote Ausrufezeichen. Jetzt gehe ich doch nochmal runter, ob hier nicht hier unten vielleicht noch ein Schlüssel liegt. Irgendwo. Könnte doch sein. Wie kann ich den einen Sack nicht plündern? Ist aber scheinbar nicht so. Ach, die haben auch sogar das menschliche Skelett weggeräumt. Na, die haben wenigstens, ne, ihr Versprechen haben sie gehalten. Soweit ich das beurteilen kann. Naja, gut. Dann glaube ich, lassen wir das. Wobei mich das jetzt wirklich sehr interessieren würde, was hinter der Tür ist. Aber ich weiß auch nicht, wüsste auch überhaupt nicht, wie man da reinkommen würde. Schade, schade, muss ich sagen. Aber gut. Schaue ich mich hier mal noch schnell um, wenn wir schon hier sind. Gute Nacht. Mach's gut, Cludo. Bis bald. Die Kannibalen. Jetzt schau ich in das Haus da drüben. Da gibt's noch... Schauen wir mal in die ganzen Häuser. Ich habe die Hoffnung noch nicht so ganz aufgegeben, dass vielleicht doch noch irgendwo ein Schlüssel sein könnte für die Kammer. Aber ich glaube nicht, dass die in irgendwelchen anderen Häusern ist. Eigentlich. Hätte ja sein können. Naja. Wenn dann noch jemand Lebendes eingesperrt wäre, hätte sich der oder die schon gemeldet, oder? Als der Kräuterkundler und seine Gang kam oder so. Oder hier jetzt. So, dann machen wir weiter. Das waren... Ah, ne, hier, guck mal, hier haben wir noch was. Ah, ja, genau, finde eine Spitzhacke. Stimmt, das war das. 500 Meter entfernt. Da teleportieren wir uns hin. Ach, das ist wieder hier oben beim Pferderennen, Kerl. So viele Fremde in der Stadt. Dann nehme ich mal die Spitzhacke.
Offenbar gibt es einige kleine Jadevorkommen nordöstlich von Novigrad. Ich sollte dort mein Glück versuchen. Aha, und jetzt gehe ich mit der Spitzhacke. Wie komme ich zu der Quest? Ich habe keinerlei Erinnerung dran, aus irgendeinem Grund jetzt hier Jade hacken zu sollen. Aber meinetwegen, gibt sogar noch ein paar Fragezeichen, Nebenquests auf dem Weg, die wir erledigen können. Dann gehe ich über Bogendorf, dann teleportieren wir uns nach Bogendorf und können dann hier über Fragezeichen Hausen gehen. Gute Nacht. So. Wie weit ist es? Ein 100. Ein paar zerquetschte 100 und ein paar zerquetschte Meter. Die laufen wir schnell zu Fuß. Da lohnt es sich nicht, extra Plätze dafür zu bemühen. Oh, eine Gestalt. Und das ist eine von den krassen, glaube ich. Warte mal. Zauberwindattacke! Kommt nur in meinen magischen Kreis des Todes. Oh Mist, damn. Ich war noch nicht bereit, das zählt nicht. Ihr mit euren blöden Teleportierkräften. Wenn ich mich teleportieren könnte, dann wäre ich quasi eigentlich Siri, ne? Aha, da schleicht sich wer von hinten an. Erfolgreich auch noch, obwohl ich es wusste. Hey, aber dieser Betäuben-Effekt passiert oft mit meinem Schwert. Das ist ziemlich cool. Oh, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Ich habe schon wieder zum Monatswechsel den neuen Spendenbalken vergessen. Den mache ich jetzt schnell. Den Donation-Ticker. Nicht Ticker, Tracker. Tada! Schwere Geburt. So, den ersten Bonus-Stream, der wurde quasi schon durch Patreon alleine erreicht. Das heißt, diesen Donnerstag ist jetzt schon Bonus-Stream. An der Stelle kann ich jetzt vielleicht gleich ankündigen, dass es im Januar, wie schon im Dezember angekündigt, weniger Streams geben wird. Im Endeffekt, lass mich mal kurz in den Kalender gucken, ist das heute der einzige Dienstag-Stream im Januar. Es geht dann erst am 2. Februar wieder mit den regulären Dienstagstreams los. Am Freitag ist aber Donnerstagstream, wie jeden Freitag. Also Freitag 19 Uhr ist der erste Special Stream. Und am Samstag ist noch quasi die zweite Hälfte des Jahreswechsel 24-Stunden-Streams, in dem wir dann eben die Spiele uns angucken, auf die ich mich in diesem Jahr am meisten freue. Und einige Spiele spielen, die ich selber noch überhaupt nicht kenne, die aber zu den Top-Favoriten der Top-Spiele 2020 gehören, die aber an mir bisher noch vorbeigegangen sind oder für die ich keine Zeit hatte. Das heißt, jetzt auf jeden Fall heute noch Stream, am Freitag und am Samstag Mods Stream Super Overdose, aber dann ist Streampause bis 2. Februar. Genau. So, aber jetzt machen wir erstmal weiter. Die Bevölkerung ist zurückgekehrt. Na dann gehen wir zum ersten Jadevorkommen, wo wir unsere Spitzhacke benutzen. Hast du ein Jadevorkommen? Ah, da ist ein Jadevorkommen. Das ist einfach nur ein schmutziger Stein. Hier gibt's nicht viel Jade zu holen. Ich muss mich weiter umsehen. Ach so. Ja, wie? Und wir nehmen jetzt nicht mal das bisschen Jade mit, oder wie? Also wirklich, Gary. Also wirklich.